Hallo und herzlich willkommen zu MeinEspresso TV. Bei MeinEspresso TV ist die derzeitige Woche die Woche des guten Schlafes. Und heute möchte ich euch wieder zwei tolle Tipps verraten, wie ihr besser in den Schlaf kommt. Kleine Kniffe, die es einfacher machen, für guten Schlaf zu sorgen. Bei dem Wetter derzeit vielleicht ein Tipp, den ihr euch für kältere Tage aufheben solltet. Aber natürlich ist einer der Schlafkiller Nummer 1 können kalte Füße sein. Also wer kalte Füße hat, schläft nachgewiesenermaßen schwerer ein. Deshalb, wie auch immer geartet, für warme Füße sorgen. Ich habe das auch mal ausprobiert, als es sehr kalt war, mit Socken im Bett. Das ist aber für mich ein eher unangenehmes Gefühl, also das wirkt auf mich sehr merkwürdig. Besser ist es, also ich habe ja mal in Berlin gewohnt und hatte dort eine Altbauwohnung, in der es nur einen Kaminofen gab, und der Kaminofen stand tatsächlich im Wohnzimmer, und das Schlafzimmer war mein erster Winter in Berlin, da war es minus 20 Grad und das Schlafzimmer war dementsprechend gut durchgekühlt. Ich komme jetzt aus Norddeutschland, ich mag das ganz gerne, nur tatsächlich wurde es auch doch recht kalt in einem ungeheizten Raum, sodass ich etwas unternehmen musste. Und ich habe dann einfach, damit die Füße nicht kalt wurden, die Tagesdecke über die Decke unten gelegt, im unteren, im Fußbereich, sodass also kein Luftzug an die Decke dort dringen konnte und sozusagen meine Füße hermetisch abgeregt waren. Das war sehr schön warm, ich habe dann schön geschlummert und alles war gut. Der zweite Tipp, den ich euch heute geben möchte, das ist einfach der Tipp, keine Strahlung im Schlafzimmer zu haben. Was meine ich damit? Strahlung zum Beispiel von Handys, von Computern, anderen Stromgeräten, womöglich noch einen großen Fernseher. All das sind Dinge, die sicherlich nicht dazu beitragen, dass der Schlaf erholsam wird. Denn auch wenn das vielleicht schwierig ist, vielleicht ist die Wohnung gerade nicht so groß oder vielleicht gibt es gerade keinen anderen Platz für den Server, im Schlafzimmer ist das eher eine schlechte Idee, weil diese Strahlung natürlich auch, der Name sagt es schon, strahlt, und das kann sicherlich für Unbehagen sorgen. Also raus mit dem Computer, auch mit dem Handy vor allen Dingen, das ist natürlich auch sehr schön, wenn das Handy eingeschaltet ist, vielleicht auf lautlos, aber wenn es eingeschaltet ist und schön am Kopfende auf dem Nachttisch neben dem Gehirn rumbrezelt, dann kann das sicherlich auch dem Schlaf eher abtrünnig sein. Deshalb Handy komplett aus, am besten noch ganz raus aus dem Schlafzimmer mit all dem Elektronikschrott und von vornherein besser geschlafen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine zauberhafte Zeit, und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.